Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Glossybox Unboxing für dich von März 2019, denn ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und ja, die Glossybox ist da. Die möchte ich direkt mit dir zusammen aufmachen. Ich war gerade bei meiner Nagelfee, die mir meine Nägel in einem unfassbar, unfassbar geilen Ton gemacht hat, passend zu meinem Oberteil. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, hier haben wir die Box. Die kommt im klassischen pinken Design daher, also das ganz normale Glossy-Box-Design. Da ist jetzt dieses Mal keine Special Edition, finde ich aber auch nicht schlimm. Die habe ich ja im Abo und mich kostet die 12,50 Euro im Monat, weil ich die ja im Jahresabo habe. Ansonsten kostet die 15 Euro, das ist halt je nachdem, was für eine Abo-Laufzeit du willst, genau. Hier haben wir dann neben der Box noch so einen 5 Euro Rituals-Gutschein mit drauf, in allen gültigen Rituals-Stores in Deutschland oder auf Rituals.com. Wunderbar, 5 Euro, das ist ganz schön viel auf das gesamte Sortiment. Cool, dann ist hier noch so ein Fashionette-Gutschein mit dabei, 30 Euro Gutschein, ist auch ganz cool. So ein Info-Fee von MyProtein, 20 Euro Gutschein. Mensch, was haben die da heute für Gutscheine reingepackt? Und von Blumon, den hatte ich ja schon ziemlich oft mit drin, dass du halt so eine Gratis-Vase, glaube ich, mit dabei kriegst. Aber all das interessiert uns herzlich wenig, denn wir sind interessiert an der Glossybox. Die öffnen wir jetzt mal. Beauty School ist das Motto. Hier sehen wir das Magazin, wo drin steht, was drin ist. Es kommt so ein minziger Geruch so ein bisschen raus. Da bin ich mal gespannt. Ist aber irgendwie nicht so ganz so liebevoll verpackt, oder? Dieses Mal. Naja, schade. Vielleicht ist da irgendwas drin, was fester gehalten werden muss. Genau, das Glossy Magazin. Back to School mit deiner Beauty School Edition. In diesem Monat geht es mit Glossy Box ab in die Schule. Oh, bitte nicht, da bin ich doch ganz schön lange schon raus, oder? Schreib mir mal unten in die Kommentare rein, welcher Jahrgang du bist. Ich bin 1989 geboren worden. Ja, ich bin schon eine Weile aus der Schule raus. Abi 2008. Oh, 11 Jahre nur. Aber nicht, um öde Formeln zu pauken, sondern um Schönheitskniffe und Techniken zu erlernen. Okay, das finde ich sehr positiv. Vielen Dank. Na, hast du Lust, nochmal die Schulbank Kosmetiktisch zu drücken? Jupp. Wir widmen uns den wichtigen Fragen des Lebens, den Beauty Basics. Wie reinige ich meine Pinsel richtig? Mit welchen Produkten pflege ich trockenes und strapaziertes Haar seidig weich? Wie verleihe ich meinem Teint einen gesunden Glow? All diese und noch viele weitere ungeklärte Beauty-Fälle nehmen wir in unserem Beauty School-Monat unter die Lupe. Lass dich von den Pflege- sowie Kosmetik-Must-Haves aus deiner Box inspirieren und optimiere deine tägliche Schönheitsroutine. Tutorials und Step-by-Step-Anleitungen findest du in unserem Online-Magazin auf www.glossybox.de/magazin. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren. Dein Glossybox-Team. Cool. Also wird da irgendwas vielleicht mit Pinselreinigung und so dabei sein. Okay, jetzt bin ich relativ ungeschminkt. Ich habe mir gedacht, okay, ich lasse jetzt meinen Alltagslook, also quasi Mascara und Eyeliner einfach drauf. Naja, aber gut, dann wird vielleicht nicht so viel dekorative Kosmetik drin sein. Ich mache jetzt den Klebi mal auf und greife jetzt einfach immer so ein bisschen rein. Rose Quartz Skin Chemists London. Rose Quartz Use Defense Lip Plump. Okay, Lip Plumper und ich, wir sind nicht so die besten Freunde. Muss ich gestehen, bin ich nicht so Fan von, aber wir gucken uns den mal an. So sieht das Schätzchen aus. Das erinnert mich auch so ein bisschen von der Farbe her an den von Catrice, den ich habe. Der riecht total minzig. Also ich mache mir den jetzt einfach mal drauf. Ich habe ja nichts auf den Lippen. Okay, schmeckt, als würde ich mit Zahnpasta auf die Lippen schmieren. Das ist sehr interessant. Es prickelt, es ist kühlend, es ist frisch. Und du hast diesen extremen Geruch von Zahnpasta. Aber wir gucken mal, ob sich da irgendwas tut. Also so sieht es jetzt aus. Und wir gucken uns das Ganze gleich mal an, wenn wir am Ende des Videos sind. Wir gucken mal, was der macht. Aber als Lipgloss an sich finde ich den ganz schön. Hast ein frisches Gefühl auf den Lippen. Eine Maske ist hier drin von Sanssouci. Moistureholic, eine Fließmaske. Das finde ich sehr positiv. Feuchtigkeitsspendende Intensivmaske. Aha, mit Hyaluronsäure. 15 Minuten ab aufs Gesicht. Okay, wir essen gleich. Das heißt, ich werde die jetzt erstmal noch nicht austesten. Ich werde die
in einem Maskenvideo verwenden oder ich werde die mal auf Instagram posten. Muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, folgst du mir vielleicht schon auf Instagram? Stimm mal hier oben ab. Ich heiße Aidoike P. Das blende ich dich hier unten mal ein. Ja, das ist Claudia rückwärts und dann P dahinter gehangen. Frag mich nicht. Ich habe mich so spät bei Instagram angemeldet, dass irgendwie alle coolen Namen weg waren und da musste ich kreativ werden. Ja, auf jeden Fall ist das für feuchtigkeitsarme Haut, was ich jetzt auch sehr gut finde. Das hier ist von Bella Pierre ein Shimmer Roll für den Körper. Okay. Mhm. Ja, in der Farbe Champagner oder Champagne. Ich benutze nicht so wirklich Körperglitzer, muss ich gestehen, weil ich jetzt auch jetzt nicht irgendwie, weiß Gott, wie nackelig durch die Gegend laufe. Aber das ist so ein richtiger Schimmer, ne? Okay, ich kann jetzt durch den Lipgloss ungefähr nichts anderes mehr riechen. Aber ich glaube, es riecht nach nichts. Es quietscht übrigens. Warte, das. Das ist natürlich nicht so geil, ne? Nee, für die Augen und fürs Gesicht. Und für das Body. Also du kannst ihn entweder, das machen wir doch jetzt mal, als Highlighter verwenden. Okay, da kommt natürlich ziemlich viel raus. Da bumpe ich das mal so ein bisschen oder verteile das so ein bisschen mit den Fingern. Okay, macht aber ein schönes Highlight. So. Das ist einfach so ein Klotz. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr mal genommen, um zu gucken, ob da vielleicht auch mehr geht. Naja, vom Highlight her ist er eigentlich ganz schön. Und der trocknet auch sehr schnell, ne? Müsste man eigentlich in der Kamera auch wohl so sehen, dass ich da jetzt einen Highlighter drauf habe. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, für den Körper kann ich jetzt schlecht verwenden. Ich habe ja was an, ich ziehe mich jetzt nicht aus. aber auf den Augen. Okay, da habe ich jetzt so ein bisschen. Leute, es ist 8 Uhr und ich bin heute Morgen um 7 aus dem Haus gegangen. Ergo, sehe ich nicht mehr ganz so fresh aus, aber man kann es tatsächlich auch als Lidschatten so verwenden. Da wäre ich jetzt mal gespannt, das werde ich auch mal testen, ob der auch in die Fältchen kriecht oder ob der bleibt, wo er hingehört. Das wäre eine wirklich interessante Kiste, oder? Weil das finde ich bei solchen Cremeviechern immer sehr schwierig. Aber er wirkt sehr trocken, deswegen würde ich jetzt eigentlich mal behaupten, dass der sich nicht in die Fältchen verabschiedet. Okay, macht auf jeden Fall eine sehr natürliche Geschichte auf den Augen und es gefällt mir. Also das rundet das auch ab, ne? Wenn du es sowohl auf den Augen so ein bisschen drauf hast, als auch hier so ein bisschen an der Seite, könnte ich mir das sogar vorstellen für die Arbeit bei mir. Weil das dann halt auch eine stimmige Geschichte ist, die dann aber gleichzeitig auch dezent ist, ne? Finde ich irgendwie cool. Das finde ich echt cool. Nö, aber so finde ich das schon mal ganz cool, was in der Box drin war. Die drei Produkte haben mir echt gut gefallen bislang. So, kommen wir zu den nächsten zweien, denn du hast ja immer 5 Produkte in der Glossy Box. Dann nehme ich hier das raus, was, glaube ich, auch in der Sneak Peek war. Von Bodyography Pro. Make-up Brush Cleanser. Das finde ich toll. Das ist ein Pinselreiniger-Spray. Ja, das war in der Sneak Peek. Und das gefällt mir in dem Sinne gut, weil ich aktuell eigentlich nur Kindershampoo für meine Pinselreinigung verwende und nichts dafür abgestimmtes. Direkt auf das Bürstenhaar sprühen und vorsichtig auf einem Papierhandtuch abwischen. Sparsam verwenden, um die Bürstenhaare nicht zu durchnässen. Hä? Für eine tiefere Reinigung Reiniger in das Bürstenhaar einarbeiten und nur in kaltem Wasser abspülen. Überschüssiges Wasser ausdrücken und die Bürste zum Trocknen flach hinlegen. Okay, man kann es also entweder so verwenden, dass du dann quasi nur die Pigmente aus deinen Pinseln rausnimmst oder wenn die halt stärker verschmutzt sind, dass du dann auch noch Wasser mit dazu nimmst. Ich schau mal. Ich werde es mal ausprobieren und blende euch das auch mal mit ein. Dann kannst du mal gucken, ob das funktioniert oder eben nicht. So, ich habe hier 3 verschiedene Pinsel. Einmal so einen Smudger-Pinsel, mit dem habe ich einen sehr intensiven Lidschatten verwendet. Hier ein Blendepinsel. Auch verschmutzt und ein Bronzerpinsel und dann habe ich mir hier einfach so ein kleines Handtuch geholt und dann versuchen wir jetzt einfach mal dieses Produkt auszutesten. So kleine Pinsel machst du ja automatisch damit nass, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt was auf dem Pinsel drauf. Dann soll man das einfach über ein Tuch reiben. Damit wird man dann grobe Verschmutzung und Bakterien rauskriegen. Es kommt auch nichts mehr raus. Fühlt sich jetzt auch nicht nass an oder so. So sieht er dann jetzt auf jeden Fall aus. Ist schon sauber. Also ich sag mal, die groben Verschmutzungen sind auf jeden Fall weg.
Dann versuchen wir das mal bei dem Blendepinsel. Hier mache ich das mal so, dass ich vorher erstmal hier dieses, ne, wenn ich jetzt so drüber gehe, geht nicht wirklich was raus. Ein bisschen, aber nicht wirklich viel. Es ist halt nach wie vor noch schmutzig. Jetzt sprühe ich den mal an. Ups. So. Treffen ist auch so eine Sache, ne? So, dann haben wir das jetzt hier in dem Pinsel drin, in den Haaren. Und dann gehe ich jetzt hier drüber. Es löst sich schon dadurch, das muss man sagen, ne? Ja, also ein bisschen sauberer ist der schon geworden, aber jetzt halt noch nicht hundertprozentig sauber, als hätte ich den jetzt mit einem richtigen Pinselreiniger und Wasser sauber gemacht. Und dann habe ich hier noch den Bronzerpinsel, der ist ja wirklich nur leicht verschmutzt. Den streife ich jetzt erstmal so ab, ne? Leichte Verschmutzung, wie das halt bei Bronzer ist. Ist ja auch großflächig immer. So, Pinsel ist angesprüht. Was natürlich ist, die Pinsel riechen dadurch jetzt gut, ne? Weil das ist ein sehr frischer Geruch, der da rauskommt. Aber ich finde, hier der Bronzerpinsel gibt jetzt nicht allzu viel ab, ne? Allzu viel Verschmutzung, die jetzt hier so drauf kommt. Aber so könnte man auf jeden Fall die Pinsel so reinigen, um sie danach dann halt nochmal verwenden zu können, dass man die jetzt halt nicht komplett waschen muss, sondern mal eben kurz reinigen und dann in die nächste Farbe rein oder am nächsten Tag nochmal verwenden, dass man vielleicht nur, keine Ahnung, so einen Pinsel einmal die Woche richtig reinigen muss und so dann halt die groben Verschmutzung abkriegt. Denn so sieht der eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Also für mich, aus meiner Sicht, coole Sache. So, dann kommen wir mal zum letzten. Und den hatte ich schon mal, deswegen wird der wahrscheinlich auch weiter wandern. Von Rituals, The Ritual of Namaste Purified Natural Skincare Velvet Smooth Cleansing Foam mit Moringa und Holy Lotus. Genau, den habe ich tatsächlich schon mal unter der Dusche verwendet. Den fand ich ganz gut. Also den, ja, ne? War ein schöner Cleanser. Und jetzt habe ich ihn halt nochmal. Den hatte ich in dem Rituals Adventskalender drin gehabt. Ja. Genau. Ja. Mal gucken. Entweder wird es weiter wandern oder ich werde es selber verwenden. Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Ich habe nämlich noch so viele Cleanser. Okay, also das war jetzt wirklich der komplette Inhalt der Box. So, dann komme ich auch mal kurz noch mal etwas näher. Und ich weiß nicht. Siehst du da irgendeinen Plumping-Effekt auf meinen Lippen? Ich finde, die sehen aus wie immer. Also da hat sich jetzt nicht wirklich was getan. Das Einzige, was geplumpt ist, ist halt diese optische Plumping. Geschichte, weil ich halt ein Lipgloss drauf habe. Ne? Dementsprechend, naja, ist es ein schöner Lipgloss, der gut riecht und sich nett auf den Lippen anfühlt, aber er plumpt meine Lippen jetzt nicht auf, dass ich aussehe wie gebotoxt oder so. Ja, alles in allem finde ich die Produkte ganz interessant. Vom Wert her, schwierig, echt schwierig. Ich sag mal 40 Euro. Weiß ich aber nicht genau. Ich blende hier mal den Gesamtwert ein. Werde ich ja nachher erst nachrechnen können. Und ja, ansonsten, Beauty School in dem Sinne. Ja, es sind Basic-Produkte. Das muss man wirklich sagen. Aber es hat jetzt für mich jetzt nichts mit Beauty School in dem Sinne zu tun. Ich finde die Produkte cool. Aber sie sind nicht Beauty School. Oh mein Gott, das war so schlecht. Aber es war spontan. Shame on me. Okay, ja, Box hat mir gefallen, aber für mich nicht zum Motto gepasst. Weiß ich nicht. Siehst du das anders oder siehst du das genauso? Schreib mir das mal gerne unten in die Kommentare rein. Fände ich total interessant, weil irgendwie Haarpflege oder so haben die ja auch geschrieben. Also meine Haare sind nach wie vor so, wie sie waren. Ich habe übrigens aktuell diese Nivea Haarmilch in Verwendung und die finde ich super geil. Also ich finde, meine Haare fühlen sich extrem weich an. Ja, das nur als kleine Seiteninfo zwischendurch. Oder am Ende, man weiß es nicht. Ja, wie hat dir denn die Box gefallen? Stimm mal hier oben ab. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von Ich mir. verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite ein weiteres Video und hier oben kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!